Da sind wir wieder bei Assassin's Creed 2. Letztes Mal haben wir gelernt, wie wir mit bewaffneten Typen umgehen. Was war das Zeichen? War, glaube ich, hier Altairs Rüstung. Okay, gehen wir einfach straight forward zum Ausrufezeichen. Aber das ist nicht bei uns hier, oder? Das müsste in Florenz sein. Hoppala. Das war nicht mit Absicht. In die Tor... Ah, ja, stimmt, ja. Die Pazzi-Verschwörung war... Ich muss zugeben, das letzte Mal ist ein bisschen her. Ich gehe jetzt nicht nochmal zurück in die Dings. Das wäre jetzt ein bisschen arg komisch. Aber wir haben Dirnen, wir haben Dirnen. Hallöchen, warte mal. Toskana San Gimignano. Nordost. Von mir aus. Verteidigen Sie sich, bis Sie den kritischen Status überwunden haben. Lalala. Okay, ich hätte nicht den Schnellreise-Shit nutzen sollen anscheinend. Aber das ist okay, hier wird es doch bestimmt... Warte mal kurz. Was ist das hier? Eine Kiste. Jetzt doch bestimmt ein... Da. Ein schönes schwarzes... LOL. Das erinnert mich ein bisschen hier an Geralt. Die schwarze Haut jetzt nicht, aber so prinzipiell. Okay, einen Punkt habe ich gesetzt. Hoppala, Entschuldigung. Zuerst natürlich an den Aussichtsturm, damit ich mal ein bisschen was von der Map habe. Okay, hier scheint nichts Gefährliches zu sein, aber eine Kiste. Nein, nein, ich wollte runter. Plündern! Okay. Da hoch. Komme ich da hoch? Nee. Hier ist schon viel besser. Und Synchronisierung. Eine Ranch nehme ich mal an oder so. Oh! Scheiße! Attention! Euch werde ich zum ersten Mal in 11 Jahren einen Vertrag nicht erfüllen. Mein Ruf! Ich bin ruhig! Okay, dafür kann ich jetzt nichts. Das war das Pferd. Und das gehört mir nicht mal. Hier drüben, Ezio. Okay. Okay. Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um das Feld zu räumen. Dann findet einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Hey, hey, hey. Die Wachen der Villa mit Hilfe von Mario Söldnern überwältigen und Francesco Salviati eliminieren. Stimmt, es geht um die Pazzi-Leute. Na, das sind meine Leute. Ich könnte mich heilen, brauche ich aber nicht. Wie sieht's mit der Heilung aus? Habe ich 5.
Lass mich mal gucken, wo ist... Okay, es ist tatsächlich die Villa und das hier ist nur irgendwas. Ja, dann mal... Lol, noch mehr Leute? Ja, komm. Ja, okay, wir müssen eigentlich nicht großartig taktisch vorgehen. Diese Mauern haben 100 Jahre. Da ist er! Auf ihn! Und werden weitere 100 Jahre stehen. Hört auf, das Leben von Männern zu vergeuden. Oh lol, jetzt hab ich. Ihr werdet die Mauern tot finden. Großartig taktisch vorgehen müssen wir wirklich nicht. Anhalten! Lachu, da ist er! Auf ihn! Und da kommen die nächsten, oder? Ja, da ist schon einer. Doink. Den einfach immer von hinten in den Rücken. Von hinten in den Rücken, easy. Aber ich habe irgendwie noch vier Leute. Hatte ich... Oh, da ist ein Typ, den müssen wir entwaffnen. Aber zuerst um die Kleinen werden wir uns... Obwohl, die Kleinen sind alle weg. Vergiss das Entwaffnen. Ich hab nichts gesagt. Ach, scheiß auf den. Schön, schön, schön. Es sollen noch welche sein. Da, los! Ich würde gern die Waffe nehmen. Aber wenn ich sprinte, dann lasse ich sie leider fallen. Ah, ich habe nur 5, die würde ich gerne behalten. Warte, auf was bin ich gerade? Ach, scheiß drauf auf die. Da, auf ihn! Ich töte alle, die hier durch wollen. Ey, willst du mich verarschen? Was ein Arschloch. Wo sind meine ganzen Leute hin? Das Pferd ist am loyalsten! Weg von Geralt! Geralt, bleib tapfer! Ich kümmere mich drum. Ja, du fliegst nicht. Über die Mauern sollen wir, hat er gesagt. Das geht nicht so einfach. Kann ich da rüberjumpen auf die Mauern? Da kann ich nicht folgen. Ihr seid allein. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor... Wo kommt der Zweite auf einmal? Woher bist du auf einmal gekommen? Du warst gar nicht da. Welche Richtung? Da ist er! Packt ihn! Ja, komm. Wo ist der langgerannt? Da! Auf ihn! Ihr seid echt Arschlöcher mit eurem Hochklettern, mich runterschubsen. Kommt. Wer will zuerst? Das ist ein schnell müde werden. Also unsere Kacke. War ein Fehler. Aber da habe ich nicht aufgepasst. Wir müssen dich am Leben halten. Tragisch, wie man ein solches Geschöpf mit ein paar Schwerthieben zurichten kann. Ja, kommt. Ich hätte Sneaky einfach das Tor öffnen sollen. Viel besser. Das Tor öffnen, das Tor öffnen, das Tor öffnen, das Tor öffnen, da sind Wachen.
Oben sind auch ein paar. Hoppa. Wann kann ich den anvisieren? Jetzt. Das ist gut. Noch ein Schicht. Ach, shit. Ganz sneaky geht's leider nicht. Ich habe euch gewarnt, Assassine. Ihr hättet besser zugehört. Ihr seid erledigt, Assassine. Hört ihr mich? Erledigt. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Da oben sind Bogenschützen. Das sollten sie. Soll ich eure Überreste an diesen Säufer Mario senden? Hey, Boah. Aber warum? Er wird euch sowieso nicht mehr erkennen können. Das ist ein toller Plan. Unsinn erzählen, während ihr eure Männer in den Tod schickt. Ich bin ein vernünftiger Mann. Mit wem redest du eigentlich überhaupt, Junge? Kehrt jetzt um und ich rufe meine Männer zurück. Verzeiht, Freund. Ihr seid auf meiner Liste. Euer Schicksal ist besiegelt. Reißt ihm alle Glieder aus. Lasst uns die Wände mit seinem Blut bemalen. Behandelt man denn so einen Gast? Was ist das? Wache zu mir! Ich muss mit einer von den Gruppen kämpfen, leider. Es geht nicht anders. Obwohl? Noch ein Toter auf unserer Wache. Sollte jemand was doch wissen? Jetzt kann ich doch eigentlich... Ja, schnell. Er haut ab! Nun, wie willst du gehen? Seil oder Axt? Ich hab ihm die Waffe abgenommen. Kommt. Alter, die Waffe. Bums. Was war das überhaupt? Ein Streitaxt? Und meins. Alter, leck mich am Arsch. Jacopo. Leck mich aber. Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Das ist die Antwort auf wann. Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Die Waffe hat zu viel Bums. Die muss ich behalten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Rennt, rennt. Nützliche Informationen durch den Besuch eines Aussichtspunkts. Ach so, der ist gar nicht hier. Das ist aber schade. Dann brauche ich die Waffe ja doch nicht. Der gehört zu mir, ja. Das ist doch eine Glyphe. Hier war doch gerade eine Glyphe. Bin ich... Hä? Ich meine, ich hätte eine Glyphe gesehen. Schade. Gibt es hier irgendwas noch? Nee, das wollte ich gar nicht. Wenn ich da hochkomme... Ja. Dann kann ich gleich auf dem Pferd... Geralt, wir haben Geralt verloren. Ach, schade. Wir haben Geralt verloren. Was ist das hier? Nach Florenz. Na, ungern. Ich muss in die Stadt. Heilen brauche ich mich nicht, nehme ich mal an, oder? Nee. Aber die Waffe, die hat richtig Bums. Was ist das Zeichen da rechts? Das hier. Oh, eigene Markierung. Ah, okay. Ich habe mich ein bisschen verklickt deswegen. Also das Zeichen. Ich könnte mir Söldner holen, ich wüsste jetzt aber nicht wieso. Ich weiß nicht... Kann ich nur gewalttätig in die Stadt rein, oder wie... Andiamo! Aspetta.
Okay. Hier. Die Dinger, da muss ich mich drum kümmern, damit ich hier nicht mehr gejagt werde. Ich will noch gar nicht auf das Herd. Ich müsste doch einfach so reinlaufen können innerhalb so einer Gruppe. Okay. Ich könnte auch Dürren besuchen. Ich will ja nichts von dir. Töten, um ihre Bekanntheitsgrad zu dingsen. Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich muss die wirklich anheuern. Oh, che bellissima, bellissima. Ja, ja, lauft mir aber nicht im Weg herum, bitte. Oh, mein Herr. Yeah. What? Ergreift ihn! What? Sie, wie? Wie? Hä? Ich war doch in der Gruppe! Zuschauen, Junge! Das ist kein Anfänger! Ich dachte, ich hätte... Ich konnte zu spät. Ja, die Amtsperson, die läuft da hinten. Geh mir weg, Busch. Ich scheiße. Gott, ich bin echt scheiße. Mit dem Blocken schon wieder. Kommt schon ran! Die Damen konnten mir leider nicht helfen. Verrückte, alles Verrückte. Ich glaube, ja, du bist verrückt. Steckbrief, das hilft schon mal ein bisschen. Uiuiuiui, minus 25%. Geradeaus haben wir... Das ist dann kein Steckbrief, sondern... Eine Kuh... Deckseite. Steckbrief, Steckbrief, Herold. Ein Herold kann man, glaube ich, nur bestechen. Ich will nichts anheuern. Wait, da unten läuft... Ne, das ist ein Dirn. Hier läuft doch... Hä? Auf der anderen Straße, ach so, okay. Nee, fett. Aber warum nicht einfach. Kann ich nicht einfach. Ich habe keine Wurfmesser. Nein, so weit wollte ich gar nicht. Ich ergebe mich! Bitte, lass mich leben! Hier bekommt ihr ausschließlich Meisterwerke der Schmiedekunst. Minus 75%. Mit so einem Manöver. Ist okay. Wait. Anheuern? Okay. Ich habe keinen Bekanntheitsgrad, aber ich bleibe lieber mal von dem roten Punkt. Ihr wisst, was zu tun ist. Klappt das? Hey, was kostet eine ganz schnelle Nummer? Hey, schau dir die an. Hätte ich das früher gewusst. Ist komplett einfach. Danke, sehr die werten Damen. Sie waren mal wieder eine großartige Unterstützung. Wohin?
Wohin gehen wir denn jetzt zuerst? Erinnerungsanfang. Ein Assassinengrab hätten wir auch noch. Bei einem Schmied kann ich mir keine Wurfmesse kaufen. Ich würde sagen, zu der anderen Codex-Seite, wenn ich schon gut dabei bin gerade. Ich will nur gucken, ob die mich sofort erkennen. Nö. Da habe ich mal wieder meine Damen. Die hole ich mir direkt. Alter, ihr seid das beste Geld, was man sich wünschen kann. Oder was man investieren kann. Wenn ihr ein oder zwei mehr Trüppchen uns kauft, gebe ich ein Fresko für eine. Ich bin unsichtbar für die und ich kann mir einfach die Codex-Seite ohne jeden Kampf holen. Ist jetzt eine Pussy-Methode im wahrsten Sinne des Wortes, aber. Von ihm gesendet, um sie zu töten. Wir, die das klappt nicht bei den Damen, die wollen nur Geld. Wenn ihre Leichen nach innen rein riechen, werden wir. Oder würde mich bezurzen? Kauf mir ein wenig Zeit. Ich wusste, dass sie die Gute braucht, einen Waffenschein, das sage ich euch. Danke sehr. Oh Gott, ist das einfach. Na, magst du Männer in Uniform? Die nächste Codex-Seite erhalten. Easy. Okay. Was ist das hier? Kurierauftrag, okay. Das ist ein Auftragsattentat, okay. Da kann ich mir die Karten holen. Beziehungsweise hier. Okay, gehe ich mal zu dem. Ich habe eh genug Geld. Nicht für dich. Alter, geh mir nicht auf den Sack. Großer Medizinbeutel. Nee. Moment mal. Oh, gut. Dann nächstes Mal. War das dann der Gemäldetippel? Der Kunsthändler war es dann, okay. Gut, ich nehme mal den Aufsichtspunkt dann. Hey, Schmitzer, wie wär's mit uns beiden? Moment, ich lauf weg davon. Boah, geh mir nicht auf den Sack. Nennt man die dann immer noch Mimis-Sänger? Auch wenn es nicht die richtige Zeit dafür ist. Obwohl es dann ist raus. Ne, Mimis-Sänger war ein Mittelalter. Das raus wäre ja das, was nach Mittelalter kam. Obwohl, es hat sich ein bisschen überschnitten. Das ist nicht der Aussichtspunkt. Ach, hier kann ich durch. Okay, ich glaube, über die Dächer ist nicht so schnell, wie ich es mir erhofft habe. Ihr müsst uns ein paar eurer Tricks beibringen. Nee, ihr seid schon gut genug. Hier, nee, unter mir ist der oder ist er? Kann ich... Ich habe die Klingen ausgewählt. Ich habe ihn... Naja. Warte mal. Es funktioniert. Kann ich mich... Nicht auf der Seite, auf der anderen Seite. Oh, eine merkwürdige Art der Fortbewegung. Wenn ich mich bremse... Lass mich in Ruhe. Ich wollte. Ach, das war die vergiftete, okay. Stimmt ja, ich habe hier Gift auf meinen Klingen. Das vergesse ich manchmal. Eine Feder. Schnell zu der Feder. Und die. An die kommt man sogar von unten ran. Oder? Nee. Mein Fehler. Hier kann ich mich nicht mehr fest. Ich müsste mich doch.
dann halt. Warum einfach, wenn es kompliziert geht? Was ist das rote Zeichen da gerade? Entschuldigung. Das rote Zeichen auf der Map verwirrt mich. Was ist das? Ein Gifthändler? Nee, die Gift kaufe ich beim Dings. Beim Medizinmann. Lol, wieso muss ich denn unbedingt immer wieder um den Turm rum für einen Aussichtspunkt? Vielleicht weil es der einzige hier ist. Ich weiß nicht, ob es der einzige ist, aber es sah ein bisschen danach aus. Ah, die Musik, es wird langsam hell. Okay, ich konnte auf irgendwie nicht direkt hoch. Aber gut synchronisieren! Und ehrlich gesagt, als nächstes würde... Ah, okay, das sind so kleinere Siedlungen nur. Nach Monteriggioni. Ich glaube, es sind nur kleinere Siedlungen hier immer. Drumherum, deswegen die vielen Aussichtspunkte und deswegen auch das Ausrufezeichen hier. Ich würde echt sagen, als nächstes Assassinengrab. Da hätte ich jetzt am meisten Lust drauf. Auf das Assassinengrab.